Posen-Kutno, September 1939. Während die deutschen Wehrmachtsverbände vorrücken, treiben polnische Einheiten auf ihrer Seite der Front volksdeutsche Zivilisten zu Verschleppungsmärschen zusammen. Dr. Richard Breyer und der Franziskanerpater Hilarius Breitinger überlebten den Marsch von Posen nach Kutno. Dr. Breyer erinnert sich. Ich war polnischer Staatsangehöriger deutscher Nationalität und lebte in Posen. Wurde am 2. September, also am zweiten Kriegstag, Vormittag in Posen verhaftet. Von einem Polizisten, der eine Liste in der Hand hatte, auf der auch mein Vater, Albert Breyer, stand. Und zu seiner großen Verblüffung mussten wir ihm sagen, dass mein Vater am ersten Kriegstag, also am zweiten Mobilmachungstag, als polnischer Reserveleutnant in die Armee gegangen war. Er ist übrigens bei Warschau auf polnischer Seite als polnischer Leutnant gefallen. Ich selbst kam mit dem Polizisten nach Glowno und traf dort schon eine Menge Deutscher aus Posen an, auch aus Rakwitz und Neutomischl, die arg zusammengeschlagen waren. Am 2. September gegen 11 Uhr mussten wir uns aufstellen. Ein Polizeileutnant hielt uns eine Ansprache. Wir werden nun zu anständigen Menschen erzogen, wir sind interniert und wir sollen jetzt endlich gehorsam lernen. Dann wurden wir von vielen Polizisten mit aufgepflanztem Gewehr begleitet durch die Stadt geführt. Die Bevölkerung fragte neugierig, was sind das für Leute? Die Polizisten sagten, das sind alles Aufständische und Spione. Das Volk war natürlich sehr aufgebracht und empört. Und sie schlugen mit Stücken auf uns ein, warfen uns mit Steinen. Bei mir sagten sie, ein Franziskaner, der ein Spion ist und sich so verkleidet hat. Und jedes Mal bekam ich Hiebe. Andere, die mich kannten, sagten, das seht, der deutsche Franziskaner ist auch bei den Aufständischen. Und jedes Mal bekam ich wieder neue Hiebe, wurde angespuckt. Das Blut lief mir im Gesicht herunter. So wurden wir in Spießruten laufen, in einen Vorort geführt, Glowno. Die Bevölkerung, die den Zug am Tage begleitete, bereitete uns sehr große Schwierigkeiten. Wir wurden geschlagen. Ich kann mich erinnern, ich war mit Bierflaschen, mit Fahrradpumpen, mit Zaunlatten, wobei auch Frauen mit dabei waren. Auf dem Weg bis nach Marandorf waren 6 Bauernwagen dabei. Auf diesen Bauernwagen waren die Koffer von manchen Mitgefangenen verladen. Ebenso waren dort die Schwerbehinderten. Die alten Leute konnten da mitfahren. Auf dem Gut Marandorf habe ich auch meinen Habit abgelegt. 2 Mitgefangene gaben mir Hose und Windjacke, sodass ich dann nicht mehr so auffiel bei den Märschen. Von Marandorf aus blieben diese Wagen zurück. Die Schwerbehinderten sollten zurückbleiben und es hieß, dass die Wagen wieder kommen und sie nachbringen würden. Leider war das nicht der Fall. Nach einiger Entfernung hörten wir Schüsse und ein Polizist, der mit zurück geblieben war und dann wieder kam, hat erzählt, die sind alle erschossen worden. So geschah es mehrmals. Dort sind von unserem Zug 23 Personen erschossen worden. Zu den Opfern dieses Zuges sind mir 2 besonders noch im Gedächtnis haften geblieben. Das eine war der Tierarzt Fritz aus Rogasen. Er wurde hinter Sompolno, das ich sehr gut kenne, von einem polnischen Soldaten geführt, eigentlich begleitet mit einem Fahrrad. Er schlug dauernd auf ihn ein und ließ ihn Jeszcze Polska singen. Das zweite war Pfarrer Schwertfeger, der als Brillenträger als Deutscher identifiziert wurde. Es war zum Beispiel auch gefährlich, einen Lodenmantel anzuhaben wie ich, der als deutsches Kleidungsstück galt. Beide sind nachher tot aufgefunden worden. Die Volksdeutschen begrüßen die Soldaten der Wehrmacht als Befreier und Retter. Opfer der polnischen Brutalitäten.
Dramatische Aufnahmen der deutschen Wochenschau. Misshandelte Volksdeutsche sollen vor der Kamera ihre polnischen Peiniger identifizieren. Für viele Polen bedeutet diese Identifizierung den sicheren Tod. Ohne ordentliches Gerichtsverfahren werden sie erschossen und Himmlers Totenkopfstandarten nehmen dann an den Polen, besonders in den östlichen Distrikten des Landes, blutige Rache.